2:1 nach Verlängerung. Der FC Bayern München hat den Supercup gegen FC Sevilla gewonnen. Der eingewechselte Javi Martinez köpfte die Bayern am Donnerstag in Budapest in der 104. Minute zum Siegtreffer. Für Trainer Hans-Dieter Flick stand aber auch ein anderer Spieler im Mittelpunkt. Ja, Manuel, das haben Sie ja gesagt, er ist einfach der weltbeste Torhüter. Das hat er heute wieder gezeigt, gerade bei Spielen, wo es um was geht, so wie heute hier im Finale. Da zeigt sich natürlich auch die Klasse und das hat er heute wieder eindrucksvoll auch gezeigt. Für die Fans war die Partie auch unter Corona-Gesichtspunkten etwas Besonderes. Es war das erste Spiel auf europäischer Ebene mit Fans seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie. Insgesamt waren etwa 15.000 Zuschauer ins Stadion gekommen. Das hätte jedes Spiel gewinnen können, aber wir waren clever. Es war ein gutes Spiel und man muss auch sagen, es waren vielleicht ein bisschen zu viele. Man könnte das noch reduzieren. Vielleicht sollten es echt etwas weniger Zuschauer sein, aber so fand ich's okay. Mit dem Sieg holten sich die Bayern nach Meisterschaft, Pokal und Champions League-Gewinn den vierten Titel in der Saison 2019-2020.